Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin hier auf der ILA und ich habe Manfred bei mir, Manfred Jaumann. Manfred Jaumann ist verantwortlich für alles, was in die Schwerelosigkeit geht, an Experimenten, ob das mit Raketen ist, ob das zur ISS geht. Und was ich ganz besonders spannend finde, hinter uns läuft es schon, du bist auch verantwortlich für das Starlab. Im Prinzip die Raumstation, die so groß ist, dass sie eigentlich nur mit einem Starship in einem Stück gestartet werden kann. Ihr kennt ihn vielleicht schon aus dem letzten Starship Livestream. Das war ja vorher unser Interview. Wie hast du den Start wahrgenommen, dritter Start? Also ich fand den klasse. Das war super interessant natürlich. Ja. Und wir haben alle gefiebert. Und der hat jetzt nicht ganz geklappt. Also bei der letzten Phase beim Re-Entry hat es dann doch nochmal gekracht. Aber wenn ich jetzt mal so ein bisschen an Starlab denke, hat das völlig ausgereicht, ja. Weil wir wollen ja gar nicht runter. Wir wollen ja nur hoch. Ja. Und dafür hat es gereicht. Ja. Und tatsächlich ist morgen ja angekündigt der vierte Start. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Es ist viel passiert. Es sind viele Ankündigungen auch von Airbus dann gewesen oder generell zu Starlab. Magst du ein Update geben, was ist passiert? Ja, also nochmal eine kleine Rückschau. Wir haben ja Mitte letzten Jahres hatten wir beschlossen, ein Joint Venture zu gründen. Wir sind Voyager auf der amerikanischen Seite und eben Airbus auf der europäischen Seite und damit aber jetzt auch die US-Tochter von Airbus dabei, also der Airbus-Konzern. Wir sind die Gründungspartner von diesem Joint Venture. Das haben wir dann kurz vor Weihnachten letzten Jahres auch tatsächlich gegründet. Das ist eine LLC in Delaware und die ist voll operativ mittlerweile und wirbt oft ganz offensiv für private Investoren mittlerweile auch. Das ist sehr gut. Und wir haben jetzt in der Endgründungsphase auch die europäische Firma, die GmbH, die in Bremen sein wird, in Deutschland. Die wird bis Ende Juni gegründet sein. Und dann haben wir auch in Europa für dieses Segment den Ansprechpartner von Starlab für alle Kunden, alle Lieferanten, alle Partner, die es eben so gibt. Dann haben wir aber nicht nur das gemacht, sondern neben den Gründungspartnern haben wir jetzt sogenannte Junior-Partner eingeworben. Ging auch durch die Presse. Der erste war Mitsubishi Corporation, die an Bord kam im April. Und haben dann als vorläufig letzten Junior-Partner auch die Kanadier mit MDA reingeholt für den Roboterarm, den ihr auch gut sehen kann da auf den Bildern, sodass wir jetzt die Community, wie man im Neudeutschen sagt, der internationalen Raumstation wiederhergestellt haben. Minus Russland, na, ist klar, braucht man nicht weiter erklären. Und aber auf industrieller Seite, weil das Ding gehört der Industrie. So, das heißt, wir sind wieder zusammen, die Community von früher, denn da war die Industrie ja auch verantwortlich. Und das schafft Vertrauen bei privaten Investoren ohne Ende, weil die sagen, das sind ja die das schon 20 Jahre machen. Und das ist natürlich eine tolle Sache, und zwar miteinander. Und das ist natürlich eine tolle Sache. So, und dann haben wir noch ein paar strategische Partner dazu gewonnen, wie Northrop Grumman, die ursprünglich Konkurrent waren. Die sind jetzt strategischer Partner. Das heißt, die sind nicht risk-sharing, sondern die sind einfach da, die sind dabei. Und über die haben wir den Zyklustransporter uns gesichert, der dann die Grundversorgung zu Versorgung, aber auch Anheben und solche Dinge mit Boosting und sowas für die Station sorgt. Was ja auch spannend, der ISS erfolgreich gemacht hat und demonstriert hat. Ja, ganz genau. Also den haben wir an Bord und den machen wir auch mit NASA-Geld, machen wir da in unserem Starlab-Programm jetzt das Upgrade von Berthing auf Full Automatic Docking, damit er richtig fit ist für die Zukunft. Der Zyklustransporter. Der wird momentan mit dem Canadarm 2 an die ISS reingedockt. Also Berthing, der geht in die Nähe und wird dann reingezogen, was deutlich natürlich leichter passiert technisch als ein Full Automatic Docking. Aber wir wollen, dass er Full Automatic Docking kann und dass wir ihn auch fit machen für alle anderen Stationen, denn wir wollen den ja auch verkaufen und anbieten. Wir wollen den Service ja dann auch anbieten. So, also wir haben Dorfhock an Bord, wir haben nach wie vor Hilton an Bord für Design und Sound und Licht und sonst was, Farbkonzepte und dergleichen. Also der Hotelanbieter. Ja, aber das einfach besser können als wir. Und wir sind Raumfahrer und das sind eben Hoteliers. Und wir haben jetzt, und das ist heute Nachmittag nochmal ein Thema, haben wir ein MOU gemacht, das werden wir heute in der Presseerklärung bekannt geben, mit Lufthansa Aviation Training für Trainingskonzepte für die Starlab Station, und zwar für Wissenschaft einerseits, aber auch Wirtschaft und Industrie andererseits. Das ändert sich alles so ein bisschen, wird moderner gemacht werden müssen. Die Astronauten der Zukunft sind teilweise eigentlich gar keine Astronauten mehr, sondern das sind beispielsweise sind das Mitarbeiter eines Industriekonzerns, der eben in seinem Labor im Orbit in dieser Umgebung einfach Forschung betreibt und Entwicklung und später auch produziert. Genau. Und natürlich vielleicht auch Servicekräfte, die ja das Starlab irgendwo vielleicht servicen sollen. Obwohl ich höre,
Es hat eine ziemlich hohe Design-Life, oder? Welchen Zeitraum legt ihr das Startup aus? Also wie lange soll es halten? Also erst einmal das Design, was wir jetzt machen, das wird eingefroren Ende nächsten Jahres. Hm. Das Critical Design Review, dann ist Schluss, weil wir wollen in 29 starten. Die Station wird on-ground, vielleicht nochmal eine Rückschau, zusammengebaut und getestet, nicht im Orbit, das ist viel zu kompliziert, und wird dann mit dem Starship in einem Rutsch hochgeschossen. Und dann haben wir so 6 Wochen In-Orbit-Commissioning und dann 30 Jahre. Mhm. Und sagst du mal, da steht es 8 Meter Länge, Durchmesser, was haben wir da bei der Station? Also wie groß, 8 Meter ist praktisch das Hauptmodul plus dann nochmal ja im Prinzip heißt das Service-Modul bei euch, aber was dann im Prinzip noch dran ist? Ja, ja. Also wir haben Durchmesser von einem großen Habitat von 8 Meter, das bleibt im Moment, obwohl wir noch in der Designphase sind. Die Länge variiert zwischen 8 und 10 Metern, das ist noch nicht ganz klar, das hängt mit vielen Dingen zusammen, brauchen wir jetzt nicht ausführen. Und dann kommt ein kombiniertes Zusatz-Storage und Service-Modul dazu. Mhm. Das geht auch dran und hat dann eine Länge von derzeit ca. 17 Meter. Mhm. Also 8 Meter Durchmesser, 17 Meter Länge. Okay. Und ich sag mal so, Nutzlasten ist ja für Airbus Defender Space Tagesgeschäft so. Und dann hat man normalerweise irgendwie von dem Launcher, kriegt man im Prinzip ein Profil, was da an Beschleunigung irgendwie drin ist und Vibrationen und so weiter. Wie wird das Ding an Starship festgemacht? Ja, das machen wir auch gerade. Okay. Das geht über den sogenannten Payload Adapter. Das ist überall so, ob das Satelliten sind, oben in der Spitze von der Rakete drin oder eben so eine große Payload. Starlab wird die größte Payload für Starship sein. Und derzeit wird der Payload Adapter entwickelt und eben auch die Anpassungen am Raumfahrzeug, am Raumschiff Starlab und die Anpassungen auch am Launcher selber, damit die drei Elemente Payload Adapter, Payload, unsere Raumstation, Payload und der Launcher gut aufeinander passen. Und das ist nicht ganz trivial. Derzeit ist es ja so, dass das Starship so eine Klappe hochmacht und da kann man unsere Station nicht einfach rausgeben, also ausfahren, sondern die muss dann geneigt werden und dann wieder zurück und so. Das ist eine spannende Geschichte. Da hauen wir uns auch so ein bisschen gerade mit den SpaceX. Wer der denn jetzt für was verantwortlich ist und wer was machen muss und so. Aber das ist ein ganz normales Geschäft, das macht was. Und der Payload-Adapter, sitzt der praktisch da, wo das Docking passiert, oder sitzt er am Service-Modul? Der sitzt überall. Okay. Der sitzt an mehreren Stellen, weil die Kräfte müssen an mehreren Stellen eingeleitet werden und abgeleitet werden. Das sind 17 Meter. Hm. Kann man nicht einfach irgendwo sagen, da sitzt das Ding jetzt drauf und das war's. Ja. Also das schafft man nicht. Ja, abgefahren. Und natürlich wahrscheinlich auch, also ich meine, SpaceX hat natürlich auch sich errechnet, was sie sich vorstellen, was da für Kräfte und Vibrationen wirken. Aber es ist für euch natürlich auch beruhigend zu wissen, dass jetzt die Starts immer erfolgreicher werden und dass die Daten sammeln, dass die im Prinzip ihre Payload-Anforderungen auch immer genauer machen können und auch im Prinzip sagen, das haben wir echt getestet. Also da gehen wir von aus und ich glaube, die werden seit dem 3. jetzt, morgen, wenn wir es sehen, da schon wieder ein Stück weiter sein und da glauben wir auch einfach dran, weil das können die einfach, wir machen das einfach. Den hat das bei Falcon 1 keiner geglaubt, bei Falcon 9 keiner geglaubt, bei Falcon Heavy keiner geglaubt. Und alles haben sie gemacht und die machen es wieder. Cool. Das sind wir komplett, denen vertrauen wir. Cargo-Versorgung, wir haben den Cygnus angesprochen. Da passiert jetzt in Europa ziemlich viel. Ich habe da auch gehört, dass da auch ein Announcement war, dass ihr die Exploration Company mit reingenommen habt, dass sie auch Frachtversorgungsflüge zu Starlab machen sollen. Also wir reden mit der Tech, wie es ja heißt, mit der Space Tech Company. Mit der Exploration Company reden wir genauso wie mit allen anderen Partnern auch in Europa. Die haben ein sehr interessantes Konzept. Wir haben auch jetzt mit denen ein MOU gemacht, weil wir wollen ja ein Ökosystem aufbauen. Wir wollen ja nicht nur eine Destination machen. Das soll ja insgesamt end-to-end funktionieren. Mhm. Da brauchen wir entsprechende Partner. Wir müssen auch nicht alles selber machen. Wir gucken mal, wen wir außer Tech vielleicht noch finden, in Europa oder sonst wo. Prinzip von Starlab ist, wir schreiben alles aus. Mhm. Wir schreiben alles aus und dann setzen wir sie in Wettbewerb zueinander. Wer das beste Angebot abgibt, bekommt es dann. Aber wir schließen jetzt, das ist die Phase, die wir halt jetzt so haben, die MOUs ab. Ob das Lufthansa Aviation Training ist, ob das die Tech ist, auch andere, die nicht so spektakulär sind. Wir sind am Partner. Das letzte Element, vielleicht kann ich das einfach mal so sagen, ohne Frage, ist, dass wir auch in Europa und in Japan, nicht nur in den USA, sehr umfangreich und intensiv mit privaten Investoren sprechen. Mhm. Das ist ja das, was eigentlich die Agenturen und auch andere in der Politik uns ständig fragen, weil sie ja Anschub finanzieren und sagen, ja Mensch, bleibt jetzt dabei, dass wir das immer weitermachen müssen, diesen Anschubfinanzierung, oder kommt da dann mal was? Ja, das tut's.
Also das tut's, da ist auch schon einiges passiert. Also es ist nicht nur Zukunft. Und diese Marktstimulation, die von NASA angefangen hat und jetzt auch in Europa langsam greift, in Deutschland vor allem, die führt dazu, dass private Investoren anklopfen und wirklich Interesse zeigen. Cool. Das ist super spannend. Ja, mega. Und dann wahrscheinlich auch für dich, dass du plötzlich mit ganz anderen Leuten redest als 20 Jahre vorher vielleicht. So. Ja, ja, ich bin einmal überrascht worden, das ist aber jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her, als dann von Voyager, einer der beiden Gründer, zu mir gesagt hat, Manfred, you will not build a space station. You will go to Wall Street. Ich sage, oh, was will der denn von mir? Aber irgendwie hat er recht. Ja, es ist schon eine andere Welt. Cool. Ja. Du hast gesagt, 2029 Starttermin, Raumfahrtdaten, die können sich auch mal ändern. Und im Prinzip, man läuft auch mal in Schwierigkeiten. Es gibt ja so das lockere ISS-Ende mit 2030 und im Prinzip die kommerziellen Stationen sollen ja im besten Fall übernehmen, dass es einen nahtlosen Übergang gibt. So ISS-Ende wird ja im Prinzip auch, kann ja sein, dass man Sachen nachqualifiziert, ja, und dass es irgendwie länger gezogen wird. Ja. Wann kann ich nach Bremen kommen und sehe Stahl? Also in Bremen sieht man Stahl in 26. Ja. Aber genau, Design Freeze, was meinst du, dieses Jahr oder nächstes Jahr wahrscheinlich? Design Freeze für die Station? Ende 25. Ende 25, okay. Mhm. Ja, mega. Also ich freue mich total und ich finde auch, also mich hatte das, ich glaube, ich hatte, ja, so seit einem halben Jahr oder so, weiß ich ja im Prinzip davon, fand es total cool und finde es auch super cool, dass es so aus der Industrie gepusht wird und so, dass ich, wie du ja auch erzählst, dass jetzt auch die Partner aus der Industrie, auch aus anderen Industrien praktisch dann nachfragen und Interesse bekunden und sagen, hey, ihr habt das auch schon gemacht, das trauen wir euch zu. Ja. Und ich bin sehr gespannt, ich werde sehr dicht dran sein. Ich habe es ja auch nicht so weit bis zu euch und freue mich dann, sobald ich dann Hardware sehe. Ja, wir machen das schon miteinander. Genau. Das ist schon gut. Mega cool. Und dann vielleicht eine Prognose, ist natürlich völlig ins Blaue rein. Morgen Start ist angekündigt, kann sich ja beim Start auch mal ändern, je nachdem wie das Wetter ist oder so. Wenn der Start stattfindet für den vierten Start, was denkst du, was werden wir sehen oder was wünschst du dir? Ich wünsche mir einen erfolgreichen Re-Entry. Mhm. Wenn dann die Landung vielleicht nicht ganz klappt, weiß es nicht, aber ich möchte halt gerne, dass man sieht, die sind ein Stück weitergekommen. Ja. Weil das ist genau ihr Weg. Ja. Wir haben Schritt für Schritt immer weiter und lernen sehr schnell, wie du vorhin schon mal erwähnt hast, indem sie Daten auswerten, indem sie dann auch Korrekturen anbringen, sei es an der Hardware, sei es an der Software, ja, anhand der Daten, die sie gekriegt haben und Informationen und dann den nächsten Test halt so schnell wie möglich wieder absolvieren, um wieder weiterzulernen. Ja. Und so kommt die relativ schnell zum Erfolg. Ja. Beim Re-Entry denke ich jetzt, ey, das ist einfach ein super, super schwieriges Problem. Da bin ich noch sehr, sehr nervös mit dem Hitzeschild. Ich hab die Hoffnung, dass der Booster wiederkommt oder dass die Ideen irgendwie vielleicht sanft im Meer landen, dass man da vielleicht sogar Bilder von kriegt. Das wäre, glaube ich, ja, das Sahnetüpfchen für den Stream. Und ansonsten bin ich einfach gespannt. Und wir werden sehen. Wir werden sehen und so oder so wird es eine Riesenshow bestimmt wieder. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das wird richtig gut. Ganz Manfred, toll. Ich wünsche dir eine tolle ILA noch und ich bin mir sicher, wir sehen uns noch öfter. Und ganz bestimmt. Bis bald. Ja. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Tschüss.